Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Waschbär-Simulator. Ja Leute, ihr habt tatsächlich richtig gehört. Wir schlüpfen am heutigen Tag in die Rolle eines kleinen süßen Waschbärs. Und zwar dieser kleine Typ. Wir wurden nämlich gefangen genommen von so Tierfängern. Wir haben nämlich im Wald gechillt und plötzlich kamen die. Kurze Erklärung, das Spiel gibt's nur auf Englisch, ist aber auch easy. Ich soll jetzt hier irgendwie mit diesem Raccoon reden. Hallo. Ja, du hast es geschafft, du bist ausgebrochen. Ja, ich muss jetzt meine Freunde retten. Dazu schnappen wir uns mal hier den Backpack und wir müssen jetzt hier aus dieser Polizeistation entflüchten. Ah, warte mal hier, als ob. Oh ja. Oh, jetzt kann ich, ey, ohne Witz, das Spiel ist echt ganz geil. Es hat ein paar Bugs, aber ansonsten finde ich die Spielidee schon ziemlich, ziemlich geil. Genau, hier ist so ein Polizist. Also ist kein Polizist, wahrscheinlich so ein Tierfänger. Leave the room. Ja, ich muss jetzt halt warten. Okay, jetzt kann ich hier rausspringen. Ich kann auch Leute fesseln und so ein paar... Ah, so ein paar Tricks habe ich auch auf Lager. Oh, okay. Die Kamera müssen wir im besten Falle umgehen. Ah, sehr geil. Okay, dann kappen wir mal den Strom. Und dann kann ich hier mich auch in den Büschen verstecken. Falls da jetzt irgendjemand rauskommt. Aber ich muss hier erstmal... Hallo? Ah, stimmt. Ich habe ja auch so einen Sensor. Ich habe praktisch so einen Spinnensensor, wenn ich Steuerung drücke. Ah, sie ist abgeschlossen. Ja gut, aber wie komme ich denn jetzt hier rein? Ah, der Typ ist gerade rausgekommen. Easy going. Tschüss, Kollege. Ich werde jetzt einmal hier so ein bisschen alles ausmachen. Hier gab es jetzt aber, genau, hier ist dann wieder so ein Rope. Die kann ich nehmen. Nehme ich davon jetzt mehrere? Jawohl. Hier ist mein Backpack. Da habe ich auch so ein paar Slots. Weil mit diesen Ropes kann ich Leute fesseln. Dann können die mich nicht mehr praktisch festnehmen. So. Einmal ausmachen. Wunderbar. Ist hier ansonsten noch irgendwas drin? Ich mache wieder meine Spinnensensoren. Find the Tripwire. Ich brauche ein Tripwire? Die Frage ist, wo soll das... Ach! Hab's gefunden. Es ist hier auf dem Tisch. Okay, jetzt muss ich hier halt irgendwie durch. Da vorne ist halt ein blöder Polizist. Wie komme ich denn jetzt an dem vorbei? Oder warte, das muss ich glaube ich gar nicht. Doch, ich kann hier nämlich nicht raus. Door is blocked. Stimmt! Ich kann hier in so Kisten rein. Zack! Ah, jetzt... Ja, ich bleib in meiner Box. Ich bin unsichtbar. Ich will hier nichts machen. Okay. Da vorne ist auch wieder irgendwas. Ich glaube auch wieder so ein Tripwire und weitere Ropes. Werden wir gleich mal gucken, ob wir da reinkommen. Aber der dürfte uns eigentlich... Ah, warte, ich kann sogar was machen. Und zwar, get out of hiding. Weil dann kann ich hier das Wasser runter plätschern lassen. Und dann lasse ich mich jetzt von ihm... ich speichere mal. Bam. Eigentlich müsste ich jetzt seine Aufmerksamkeit... Hallo, hier bin ich. Hallo, ich bin Raccoon. Hallo, ich bin Raccoon. Hallo? Okay. Er hat scheinbar keinen Bock auf mich. Das ist aber auch an sich gar nicht so schlecht. Oh, hier kann ich jetzt was zu essen suchen. Ah, warte mal. Dann kann ich das hier benutzen, um hier hochzukommen. Was gibt's denn? Ah, okay. Ich bin scheinbar ein kleines leckere... Ich bin Leckermaul. Deswegen schnappe ich mir hier... Aua. Schnappe ich mir hier die Donuts. Ah, nee, das sind Bagels. Ja, Moment, das ist doch ein Donut. So, jetzt, glaube ich, futter ich das. Weil unten links sieht man, glaube ich, die Anzeige. Aber ich habe den jetzt ausgewählt. Also jetzt mampft da rein. Ja, sehr nice. Bam, jawoll. Gut, dann können wir jetzt wieder rausgehen. Ich werde jetzt hier aber die Seile nochmal auswählen. Ja, warte mal, hier ist aber noch was. Hä? Hier ist ein Kissen? Okay, ich habe es einfach mitgenommen, genauso wie die Bagels. Inventar ist jetzt leider schon voll. Gut, den Rest brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Oh, der Bossraum. Der Big Boss. Genau, also unsere Aufgabe ist es auch letztlich, herauszufinden, wo der Rest unserer Familie hin ist. Weil, wie gesagt, wir haben in so einem tollen, wunderbaren Wald gelebt. Und dann kamen die bösen Menschen und haben uns alle verschleppt, weil sie da den, ich glaube, den Wald roden wollten. So, try to enter Boss Room. Erstmal brauche ich den Schlüssel. Okay, muss jetzt gleich wahrscheinlich aufpassen. Irgendwas passiert auch hier gleich. Ah, da drin ist der... Ah, warte mal, hier müssen wir wieder so ein Tripwire anbringen. Und dann kommt das... hier hin. Und dann müsste der Typ gleich ausgenockt werden. Ich schmeiß jetzt den Fernseher um. Bam, dann kommt er raus. Was ist denn hier los? Ah! Und dann fällt er mit dem Gesicht auf den Boden. Und das ist dann meine Chance, ihn zu verbinden, sodass er halt nicht mehr zur Gefahr werden kann. Infiltrate the bathroom. Genau, alles klar, Paletto. Hier sind nur noch ein paar Bagels. Aber ansonsten jetzt nichts Interessantes. Da vorne ist noch irgendwas. Achso, ah, hier ist ein neues Tripwire. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Tschüss, Kollege. Hallo. So, was ist jetzt hier? Ah, Informationen sind angeblich... hier oben drauf. Dokumente. Jawohl. Break the Boss Chair. Okay, wir benutzen jetzt den Chair. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nun gut, ich gehe jetzt nach Hause. Aber warte mal. Vorher mache ich noch den... Ah, den kann ich nicht kaputt machen. Ah, bitte. Okay, okay. Ich versteck mich. Weil hier kommt einer rein.
Das ist der Boss. Ja, der ist auch ein bisschen dicker als alle anderen. Was ist denn hier los? So dumm. Also, ich muss einfach sagen, ich finde die Idee von dem Spiel halt sehr nice. Ich mag's, wenn Leute... Ich werde ihn jetzt erstmal... Okay, ich werde mich verpieseln. Ich muss den, glaube ich, gar nicht fesseln. Ich finde das cool, dass jemand sich sagt, okay, wir machen ein Spiel über Waschbären. Ah! Ich meine, es muss ja nicht immer alles perfekt sein. Okay, da vorne. Oh, wie... Ja gut, was machen wir jetzt mit der Frau? I try to drop the mug to... Oh, okay, genau. Das kann man nämlich auch mal... Oh Mann, das ist schon ein bisschen gemein. Aber wir können tatsächlich Leute ausnocken. Und ich verpasse ihr jetzt einen Headshot. Bam. So einfach geht's. Entschuldigen Sie, Ma'am. Ich muss sie einmal verbinden hier. So, ich nehme hier nochmal ein paar neue Mugs. Können wir hier... Door is blocked. Achso, stimmt. Wir müssen ja erstmal hier gucken. Hat sie ein paar Infos? Da sind noch Dokumente. Oh, oh. Ich hätte ihn mal... Ich glaube, ich konnte ihn auch gar nicht verbinden. Okay, you need to trace. Gut, wir müssen ihn jetzt noch ein bisschen verfolgen. Aber ich mag das Setting vom Spiel. Ich finde das ganz cool, dass man so eine... Erinnert mich ein bisschen an den Rattensimulator. Könnt ihr euch noch an den Rattensimulator von damals erinnern? Oh, ein leckerer... Ist es ein Donut oder ein Bagel? Ist egal. Oh Gott, oh! Oh Gott! Oh, Hilfe, 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 Erkennung, Hilfe! Oh Gott, was ist das denn? Schnell hinten drauf springen. Ah, pick up. Okay, wir sind drin. Hey, schick hier. Gute raus aus der... Weil das ist doch eine Polizei. Warum waren wir eigentlich von der Polizei fertig gemacht? Was ist da los? Was haben die gegen uns? Mini-Paluten, was sagst du dazu? Die sollen mal chillen, Alter. Sonst Dropkick. Ja, das denke ich auch. Okay, scheinbar das Auto... Das ist scheinbar ein E-Auto. Denn es macht ja gar keine Geräusche. Also ich glaube, teilweise fehlen auch noch ein, zwei Sounds in dem Game. Oder wirklich ein sehr, sehr leises Auto. Alter, was ist das denn hier für ein krasses Haus? Moin, Leute. Hier wohnt aber... Alter, hier wohnt scheinbar die Prominenz. Guckt euch das mal an. Das ist ja ein absolut geisteskrankes Haus. Stellt euch mal vor, das ist euer Haus. Ja, wir müssen hier ein paar Sachen über unsere Familie rausfinden. Das ist kein Problem für uns. Wir sind ja sneaky. Ich werde mal gucken, dass wir hier möglichst leise reinkommen. Ich glaube nicht, dass das... Okay, da hinten spielen Kinder. Was, wir müssen mit den Kindern reden? Ja gut, ich bin ja ein süßer Waschbär. Ich meine, eigentlich sollten die Kinder doch cool mit mir sein. Hallo Kinder, hier ist euer Freund Mr. Waschbär. Moin Leute. Na? Oh, look, Raccoon. Kannst du uns helfen? Na klar. Ah, ja, ja, ich helfe euch, Jungs. Guck mal hier. Da ist wieder ein Stein. Das ist kein Problem. Bam, Alter. So, pick up the ball. Kann ich schwimmen? Hoffentlich. Hui! Ja, hätte mich an sich eigentlich auch gewundert. Ich habe natürlich jetzt mal wieder keinen Platz. Ich werde jetzt erstmal so ein Bagel essen im Wasser. Kann ich ein Bagel essen? Nee, ich muss kurz mal an Land. So schnell. Das sieht so süß aus, wie er da sitzt. So, kleiner Timmy, hier ist dein Ball. Wow, danke, vielen Dank. Oh Gott, ey, Timmy, du siehst echt ein bisschen gruselig aus. Ah, wir bringen dich rein. Kannst du uns aber erst nochmal helfen? Was denn? Oh ja. Der Gardner hat die Skateboards. Das Coole ist, der Raccoon, der kann auch irgendwie Skateboard fahren. Keine Ahnung warum. Ich habe auch mal so einen Hund gesehen, der konnte Skateboard fahren. So, ich werde jetzt aber als erstes mal den Gardner... Ja, den muss ich KO'en. Geht kein Weg dran vorbei. Bam. Ja, sorry, Kollege. Aber, ne, musste sein. Du wirst jetzt hier einmal verbunden. So, hallo. Ich würde gerne einmal hier rein. Ah, Spill... Warum soll ich Spill Water? Kommt da irgendjemand rein? Also hier. Ah, warte. Aber hier ist auch nochmal Rope. Frisches. Ah, genau. Jetzt kommt da nämlich einer rein. Auch wenn ich dich einfach verbunden habe. Ist ja überhaupt kein Problem. Ich meine, das finde ich ist auch immer manchmal ganz geil an diesen Spielen, wenn sie halt so ein bisschen buggy sind. Es sieht halt übertrieben dumm aus, wenn er so einfach mit dem Kopf voraus dagegen haut. Kinder, ich habe euer Skateboard. Wow, wer hast du es geschafft? Ja, ich bin krass. Ah, eins können wir behalten, sehr nice. Ey, vor allen Dingen, er lässt einfach jetzt so einen Waschbär in sein Haus. So, danke Timmy. Vielen, vielen Dank. Oh, hier ist direkt wieder so ein Typ. Den würde ich direkt mal... Ich habe daneben geworfen, ich Dummkopf. Scheiße, jetzt wird er mir... Ja, okay, jetzt können wir mal zeigen, was passiert. Sag mal, hör auf mich zu treten. Sag mal, was soll denn der Mist? Hör auf zu schlagen. Timmy, hilf mir. Timmy. Wow. Dürfen die das eigentlich? Ist es nicht mega der GTA-Sound? So, guten Tag, ich bin da. Da steht er wieder. Oh, bam. So, geht doch. Ganz ehrlich. Einmal fesseln. Hier ist, glaube ich, hauptsächlich nur Essen. Obwohl, Essen könnten wir auch einmal gleich noch gebrauchen. Hallo, Mr. Polizist. Guck mal, da mampfen wir jetzt schön ihm einen weg hier. So, hier vorne ist vermutlich das Erd... Oh, hier sind auch Busches zum Verstecken. Aber ich glaube, hier war doch die Tür, oder? Ja, easy going.
Bam. Hallo. Hier vorne ist irgendwas. Ah, da. Documents. Let's go. 1 von 3. So, jetzt müssen wir einmal nach oben. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht noch mehr Leute sind. Guten Tag. Billardkugeln. Brauche ich jetzt aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich muss mal mehr von diesen Bagels. Kann ich die? Ich verstehe nicht, warum ich die teilweise nicht stacken kann. So, einmal Dokumente. Danke. Einmal an seinen Computer. Jawoll! You can make a mess. Oh Gott, oh Gott. Achso, jetzt sammle ich hier Punkte, indem ich eigentlich sein Haus komplett verwüste, oder was? Sag mal, der Arme, ich dachte... Ja gut, er will sich vermutlich einfach rächen, ne? Ja gut. So, ich glaube, unten können wir noch ein bisschen mehr zerstören. Oh ja, die schöne Couch, Alter. Hui! Mama, Alter! Alles zerstören! Also, irgendwie tut es mir so ein bisschen leid für das Kind, was uns reingelassen hat. Guten Tag, Sir. Ich werde hier einmal ganz kurz vor Ihnen ein bisschen was zerstören. Ist okay? Fernseher nochmal. Ja, Fernseher muss... Oh, eine Playstation. Läuft bei euch. So, 40 Zerstörungspunkte noch. Jawohl. Make a flood in the house. Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Gut, mache ich hier so eine kleine Flutwelle. Hä? Wer bist du denn? Alter, Raccoon Pirate. Let's get out of here. Sag mal, wer bist... Okay, ich komme mit dir. Take the fire extinguisher. Achso, ja, genau. Warte, mein Inventar ist voll. Ich fresse ja nochmal... Ja, warte, ich muss kurz essen. Oh, ich glaube, ich weiß, was schon passiert. Wir fliehen jetzt gleich mit dem Skateboard. Ich sag's euch. Let's go. Genau, jetzt müssen wir skaten. Ich habe hier dieses geile Skateboard. Da gehe ich jetzt drauf. Nice. Oh Gott, oh nein. Weg hier. Tschüss, Jungs, Alter. So, ab in den Garbage Truck. Und weg sind wir. Oh. Tschüss. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Waschbär-Simulator. Wenn ihr Lust habt auf eine weitere kleine Runde, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. In der Videobeschreibung noch der Paluten-Shop. Und ja, danke fürs Zusehen, Leute. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.